Und damit herzlich willkommen zum Finale der Nachtelfenkampagne. Es ist tatsächlich schon die letzte Mission, wie mir gesagt wurde. Das bedeutet, es gibt am Ende wohl noch ein Epilog sozusagen, dass es auf 10 Kapitel kommt insgesamt. Beziehungsweise auf 10 Missionen, wie es da steht. Aber gut, dann beginnen wir die letzte Mission, Kapitel 6, von Dämonen und Göttern. In den frühen Morgenstunden rüsten sich die Nachtelfen unter Larodar und Firebrand sowie die Orks mit ihrem Anführer Gor Grimwolf zur letzten Schlacht gegen den Grubenlord Gogonash. Mir wurde gesagt, die Mission wird mir Spaß machen. Das heißt, wir haben bestimmt Gor als Verbündeten, ist das nicht toll? All unsere verfügbaren Streitkräfte sind versammelt, Shando. Der entscheidende Kampf gegen die Legion kann beginnen. Meine Krieger sind ebenfalls bereit, großer Herr des Waldes. Diese Schlacht wird ein ruhmreiches Ende finden, auf die eine oder andere Weise. Ich danke euch. Der heutige Tag wird über unser Schicksal entscheiden. Wie es scheint, greift die brennende Legion den Weltenbaum an und erstürmt den Berg Hyjal. Der Erzdruide Furion Stormrage stellt ihnen dort eine Falle. Unterdessen können wir ihre Nachhut hier angreifen. Doch gebt euch keinen Illusionen hin. Wir stehen dem Grubenlord Gogonash gegenüber. Einem Feind, der uns in jeder Hinsicht überlegen ist. Sei es Kampfkraft oder Truppenstärke. Nur wenn wir zusammenarbeiten, besteht eine Chance auf den Sieg. Loktar Ogar, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Der Ork weiß es, genau wie alle anderen auch, Shando. Dieser Kampf ist aussichtslos. Die Dämonen sind uns weit überlegen. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht mehr lange. Ich verstehe nicht. Was meint ihr? Ich hatte die Hoffnung für wahr schon aufgegeben. Tarifas, mein Freund, ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Die Dinge haben sich geändert. Die brennende Legion greift den Weltenbaum am Berg Hyjal an. Die Balance zwischen Leben und den Kräften der Natur ist in Gefahr. Wir werden mit euch in die Schlacht ziehen, Sohn des Szenarios. Mein Schwarm steht zu eurer Verfügung. Nun denn, Firebrand. Das Blatt wendet sich. Unser Ruf wurde letztendlich erhört. Tarifas ist mit den Seinen tatsächlich erschienen, um uns im Kampf beizustehen. Gepriesen sei Elun. Gepriesen sei Isera. Damit besteht doch noch Hoffnung für uns. Hoffnung besteht immer. Nun liegt es an uns, den Feind in die Knie zu zwingen. Lasst uns mit aller Kraft gegen die Dämonenbrut losschlagen. Hat noch irgendjemand außer mir daran gedacht, als er gesagt hat, mein Schwarm wird euch zur Seite stehen, dass jetzt gleich ein Riesenrudel Zerg vorbeikommt? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich derzeit StarCraft 2 spiele. Was soll's? Ich glaube, das hat nicht viel damit zu tun. Durchwucher endlich mal das Ding da. Hier. Unglaublich. Im Drachenhorst im Südwesten können die grünen Drachen von Tarifas angefordert werden. Okay. Und ja, wir haben die Orks als Verbündete. Das ist die erste Mission mit aktiven Verbündeten hier in Heroes, oder? Finde ich toll. Die Zeit ist gekommen. Okay. Hallo Manabrun. Kalimdor. Alles klar.
Hier haben wir aber mal nicht die Menschen auf unserer Seite. Also in der letzten Mission der Nachtelfen waren ja noch die Menschen dazu. Die melden sich hier irgendwie gar nicht mehr zu Wort. So soll es sein. Das letzte Mal haben wir von den Menschen gehört, als wir... als wir hier mit den Orks unterwegs waren und die nochmal bekämpft haben. Aber ansonsten war von denen, oder? Muss ich gerade überlegen, war bei den Nachtelfen mal was? Ich glaube nicht. Wir haben nichts mehr von den Menschen gehört, die ganze Zeit über. Die Natur ist unruhig. Total passiv, die Leute. Natürlich. Natürlich. Euer Gebäude ist fertig. Ich finde immer, dass diese Teufelspirsche einfach so ausschauen, als hätten sie einen ewig großen Bart. Einfach, das ist da oben so die Nase und das ist ein riesen Bart einfach. So eine Mischung aus Zerg und Zwerg wahrscheinlich. Macht sogar Sinn. So, dann machen wir mal zack und zack und zack. Ich habe mir die Bauschleifen mit StarCraft angewöhnt. Ist gar nicht mal so unpraktisch, muss ich sagen. Also, wir brauchen... Und bevor die Frage kommt, ob ich StarCraft Let's Playe... wenn, dann würde ich mit Teil 1 anfangen. Und da ist derzeit einfach noch die Hürde, meine persönliche, StarCraft 1 ist scheiße schwer. Also die ersten beiden Kampagnen gehen ja noch, spätestens bei dem Protoss und allerspätestens ab Blood War. Blood War, jetzt habe ich's. Das wird ziemlich arschreißerisch. Ich kann mich da an so böse Missionen erinnern. Heieieiei. Ihr habt mich aber lieb. Kriegen wir das verteidigt? Sieht so aus. Von Mondbrunnen sind wir jetzt eigentlich gut bedient. Unsere Krieger greifen den Feind. Nochmal ein paar Triaden allgemein. Oh Gott. Sichtfähigkeit ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Panzerung besser. Dann holen wir uns noch ein paar Bogenschützen. Was ist der Ruf der Natur? Und ich hätte dann gerne noch hier ein Urtum des Windes. Ah, die weite, weite Welt. Wow, habt ihr Ressourcen? Leute, gebt mir mal was ab. Euer Gebäude ist fertig. Besteht etwa Gefahr? Sir, du wirst mir mal hier reparieren. Wer bedroht die Wildnis? Die Truppen bleiben mal da und die Helden erkunden mal wieder. Wir machen es nach dem alten Prinzip. Natürlich. Für Kalimdor. Forschung abgeschlossen. Auf euer Zeichen. So. Bauschleifen beim Bäume bauen geht ja nicht bei den Nachtelfen. Da ist ja der Irrwisch weg. Am schönsten sind die Bauschleifen bei den Untoten. Das ist einfach so, weil das sofort beschworen wird. Alles klar. So soll es sein. Keiner soll es ist sowieso... Ich find's lustig, also so verglichen... direkt vergleichen kann man so gewisse Sachen nicht. Aber so mit StarCraft verglichen kommen mir die Untoten vor wie eine Mischung aus Protoss und Zerg. Zerg wegen der Verseuchung und Protoss wegen Gebäude sofort beschwören, was die Sonden machen. Interessant. So. Die Zeit ist gekommen. Hallo! Jetzt werdet ihr meinen Zorn spüren, Kinder. Alter, du Kot-Kot-Nasch, ey. Inferno! Verfügt über mich. Verfügt über mich. Genau, Inferno. Die Zeit ist gekommen. Gelassenheit. Gelassenheit führt uns zum Sieg. Alle schön relaxen auf dem Schlachtfeld. Dann gewinnen wir. Gibt man keinen Druiden gebraucht. Vielleicht ein paar Bären, oder? Alter Falter, rollt der mich hier auf. So soll es sein. Hör auf zu nerven. Schon kein Mana mehr. Haha. So. Level up. Shit. Ist ja gut langsam. Ich komme überhaupt nicht zum Atmen hier. Und jeder weiß, dass Atmen so eine Eigenschaft ist, die man gerne hätte. Möglichkeit.
Also, wenn's die Großzügigkeit gebietet. Die Zeit ist gekommen. Für Kalimdor. Die Natur ist ungewöhnlich. Wir brauchen gleich mal wieder ein bisschen Heile. Sonnenschein. Die Zeit ist gekommen. Feuerbrand mit maximalem Feuerbrand ab jetzt. Die Natur ist unruhig. Okay, jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr Holz abbauen können wir auf jeden Fall schon mal. Ist keine schlechte Idee und danach muss ich mich wieder aufbauen. Besser gesagt, wieder aufbauen. Bei den Nachtelfen passt es. Es tut mir leid. Die Zeit ist gekommen. Alles soweit geheilt? So soll es sehr sein. Mal auf heilen, bitte. Und ja, Beschützer jetzt mal wieder mit ein bisschen größerem Stil. Dann machen wir auch mal die Naturverbundenheit. Es ist mehr Holz erforderlich. Und wir können es natürlich auch lassen. Ist auch eine Idee. Euer Gebäude ist fertig. Der Herr greift an. Oh, leider bringt es nicht allzu fort. Du Scheiße. Da hätte ich auch die Schnauze voll. Wer bedroht die Wildnis? So, natürlich. Aber jetzt würde ich dann gleich gerne mal ein bisschen erkunden. So. Boah, hier ist alles am Brennen. Die Zeit ist gekommen. So soll es sein. Bei den Geistern. Mal alles erstmal reparieren, dann könnt ihr euch bitte verwurzeln. Na gut, die Irrwische verwurzeln sich ja nicht, die pflanzen sich ja. Das sind ja so, ja, die werden ja zu solchen Art Samen. Verfügt über verdammt schnell wachsenden. Anudoranador. Wer bedroht die Wildnis? Verfügt über ich mich. Ich bin bereit. Forschung abgeschlossen. Alles so, klar. Da ist der Drachenhorst. So, mal wieder schön die Bäume pflanzen. Unsere Krieger greifen nicht. Besteht etwa Gefahr? Wer bedroht die Wildnis? Wir müssen. Na komm, das kriegen wir so hin. Da müssen wir nicht mehr viel machen. Gut, der Mana-Brand kann wehtun, aber ansonsten ist alles okay. Mal dieses hier. Euer Gebäude ist fertig. Wir haben jetzt schon die Verjüngung erforscht, oder? Es ist mehr Holz erforderlich. Oder auch nicht. Krieger greifen den Feind an. Die Zeit ist gekommen. Keine Schriftrolle. Nicht schlecht. Haben wir noch jemanden mit Platz? Natürlich nicht. Sehr schön. Haben wir irgendwas, was wir also wenig brauchen würden, weil so ein Verbrauchsgegenstand-Slot hätte ich eigentlich schon gern. Kraft plus 1. Kraft plus 1. Das hebe ich mir mal für Verbrauchsgegenstände auf. So soll es sein. Bis. Hoi. Oh, ihr meint's wieder gut. Das ist ja Wahnsinn. Komm, Verjüngung, auf geht's. Nein, nicht sterben. Die Zeit ist gekommen. Runter, Drachen holen. Grün Großdrachen, Welt meines grünen Großdrachen. Komm, wir nehmen mal zack, zack. Und ihr geht schon mal hinter. Was könnt ihr denn? Ja. Ich glaube, wenn, dann lohnt sich die hier am meisten. Die Natur ist unruhig. In Kürze verfügbar. Alles klar. Krieger greifen den Feind an. Bei den Geistern. Verteidigt euch. Ich bin bereit. Wo sind meine Drachen? Wo sind die hin? Sind die schon tot oder was? Ach du Scheiße. Für Kalimdor. Ich bin hier so mit Verteidigen beschäftigt, ich komme überhaupt zu überhaupt nichts gerade. Na gut, das ist die letzte Mission, was erwarte ich eigentlich? Hallo? Wer bedroht die Wildnis? Ihr seid am Zug. Was ist der Ruf der Natur? Ist halt die Frage, helfen da wirklich mehr Beschützer? Ich bin mir unsicher. Gut, wenn wir noch Beschützer reparieren da lassen. An sich, die Beschützer verbrauchen halt kein Bevölkerungslimit. Und ich würde gerne noch eine Weile lang auf keinen Kosten bleiben. Wurde übrigens gefragt von den Kosten her. Also für Leute, die es noch nicht wissen, beziehungsweise weil sie jetzt die vorigen Warcraft-Parts nicht kennen, weil ich glaube, das wurde im Tutorial von Warcraft 3 erklärt mit den Kosten. Aber hier sehen wir es nochmal. Die verbrauchte Nahrungsmenge im Vergleich mit... Also wir an sich haben die Kosten damit zu tun, wie viel Nahrung wir... Besser gesagt, wie viele Truppen wir haben. Hier steht es, glaube ich, auch, oder? Genau, 0 bis 50 Essen verbraucht. Derzeit haben wir 38 an Einheitenbegrenzung.
Also wir haben 100 Begrenzung, aber 38 haben wir derzeit verbraucht von den Einheiten. Und ab 50 bekommen wir geringe Kosten, beziehungsweise kaum Kosten. Das heißt, 70% nur noch der Einnahmen kriegen wir rein. Das heißt, anstatt 10 Gold kriegen wir 7. Und bei hohen Kosten, die gibt es ab 81 Essen. Aber besser gesagt, ab 51 Essen beginnen kaum Kosten. Bis 50 haben wir noch Spielraum. Und ab 81 beginnen die hohen Kosten. Ab da kriegen wir nur noch 4 Gold. Und das ist... Euer Gebäude ist fertig. Das tut weh. Also kaum Kosten kann man sich noch ein bisschen mit sich reden lassen. Aber hohe Kosten sind echt böse. Das sollte man echt vermeiden. Nach Möglichkeit. Wer bedroht die Wilde? Das System gefällt mir im Grunde eigentlich mit den Kosten. Es ist... nicht schlecht, vor allem gerade für den Multiplayer war es niemals verkehrt, weil man halt einen wirtschaftlichen Nachteil hat, wenn man gleich auf eine riesen Armee setzt zu Beginn des Spiels. Na gut, wir kriegen uns mit den Utum schon verteidigt, das schon, aber ich brauche mehr Irrwische, ich muss viel mehr aufbauen. Alles klar. Für Kalimdor. Die haben uns aber auch lieb. Ich glaube, ich brauche Drachen zur Verteidigung. Ich glaube, wenn ich Drachen zur Verteidigung nehme, das ist eine gute Idee. Und Chimären. Ich glaube, so diese richtig fetten Drachen und Chimären dazu, das könnte eine geile Verteidigung werden. Damit sind wir eigentlich ziemlich sicher. Baum der Ewigkeit fehlt noch. Euer Gebäude ist fertig. Warum? Ihr wisst warum. Die Zeit ist gekommen. Was ist der Ruf der Natur? Die Natur ist unruhig. Oh, die greifen jetzt auch sogar die neutralen Dinger an. Könnt ihr euch erinnern an Grom Hellscream? Die haben die neutralen Monster ignoriert, aber ihr macht sie kaputt. Moment mal. Die Clown, die holt sich auch das Gold dadurch. Ihr Schlinge. Was ist denn hier eigentlich? Ach so, da seid ihr! Ihr wollt mich wohl verarschen. Forschung abgeschlossen. Ihr, das gibt's ja wohl nicht. Aber selbst der Welpe ist nicht verkehrt als von den Werten. Also 340 Lebenspunkte ist jetzt nicht mega, aber der Schaden geht. Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Komm. Komm, Malabrand, drauf. Lass den gar nicht erst zu was kommen, großartig. Das sind Totenbeschwörer. Die machen wir mal zuerst kaputt. Dann würde ich fast sagen, die Fleischwagen. Gut, Guganesh ist auch schon fast tot, aber ich möchte erst mal gucken, dass die Gefahr für meine Bäume weg ist. Sehr schön, das hast du auch 10. Natürlich. Natürlich. Auf euer Zeichen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Irrwische. Damit können wir ein bisschen mehr anfangen. Hier können wir nicht bauen. So, direkt nebeneinander zu bauen ist nicht gerade sehr klug, wegen AE durch den durch die Fleischwagen. Und nicht nur das. Darf ich nicht vergessen, es kommt ja auch noch dazu, dass der Wetter Guganesh so einen Feuerregen macht, der auch hier auf mehrere Gebäude geht. Besteht etwa Gefahr? Oh, mach mal Gelassenheit. So, ja, wir brauchen es gerade. Vorsicht. Die Zeit ist gekommen. Ach du Scheiße, du ahnst es ja nicht. Die hauen mir noch Laro da um. Das wird knapp. Verdammt. Ach du Scheiße. Und weg, und weg, und weg, und weg. In die Brunnen, in die Brunnen. Die Zeit ist gekommen. Natürlich. Das ist ja übel. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Nee. Unsere Krieger. Hier. Ich muss jetzt, sobald es geht, auf Chimären umsteigen. Oh, ich habe noch gar kein Altar der Alten. Alter. Alter, der Alte.
Wer bedroht die Wildnis? Was zum Junge? Aggressionstherapie, sag ich nur. Och nö. Die sind ja nicht mal das ist ja nicht mal hier das tote Wiederauferstehen von Arthas, dass die unverwundbar sind und irgendwann zusammenklappen. Nee. Moment. Hä? Die wurden doch gerade wiedererweckt. Die Natur ist unruhig. Keine Ahnung. So soll es sein. Egal. Also vom Todesritter meinte ich. Na gut, von Arthas ist auch nicht verkehrt. Der konnte sie auch. Er war ja auch ein Todesritter. War sogar der erste Todesritter des Lichtkönigs. Bis es eben selbst wurde. Für Kalimdor. Ich denk mal, das ist jetzt kein Spoiler mehr. So soll es sein. Bitte, wir haben es doch zusammen gespielt. Wir holen jetzt mal einen grünen Großdrachen. Oh, yeah. Kann sogar verschlingen und Zauberimmunität. Ich glaube, die großen will ich haben. Komm mal her und mach ein bisschen Atem. Euer Gebäude ist fertig. Atemnot in der Nacht. Ich etwa Gefahr? Nee, bitte. Baum der Ewigkeit. The Baum of Eternity. Die Natur ist unruhig. Weiter erkunden? Fragezeichen. Was halt schade ist, ist, dass wir die grünen Großdrachen nicht durch die Upgrades weiter verstärken. Leck mich doch! Boah, ihr habt doch die Einschläge nicht mehr gehört! Die Zeit ist reif. Niemand wird überleben. Ist doch der Wahnsinn. Die hauen mir jetzt Laro da weg. Die hauen mir jetzt. Ich komme ja nicht mehr raus. Ich bin umzingelt. Shit. Gut, dass ich Natal der Altenbar. Ich baue den hoffentlich, bitte. Junge, hau mal ab. Boah. Da unten. Dann komm mal zurück, auch wenn es viel kostet. Das ist einfach nur schlimm. Verschling mal bitte irgendwas. Das ist mir einfach zu viel hier. Ich warte auf euch. Ich bin bereit. Fertig. Na super. Die Zeit ist reif. Also die Mission will es echt wissen. Na gut, dass hier nicht die ganze Zeit Larifari Sonnenschein ist, hätte ich mir fast denken können. Ich bin bereit, wo ich verdammt sein werde. Drei Schamanen, zwei Grunzer. Komischer Angriff. Zwei, die draufhauen können und drei, die supporten quasi. Ich hätte es ja andersrum gemacht. Euer Blut gehört mir. Helfen wir mal hier ein bisschen mit. Bringt uns vielleicht auch ein bisschen Gold. Obwohl ich verdammt sein werde. Teufelsfresse. Ich habe ein bisschen Angst, was sich in der im Magen befindet, wenn ich sie töte. Jetzt ist gerade Holz tatsächlich mein Problem. Ausbaum abgeschlossen. Oh, ich wollte schon gerade sagen, ist. Hä? Der ist doch gar nicht wieder da. Im Übrigen, ja, nennen sie ihn jetzt wieder Furion. Aber irgendwie heißt dann, ich weiß nicht, was das Mal bedeutet. Bei Mal Furion dann auf einmal. Weil hier in Reign of Chaos wurde er halt wirklich immer Furion genannt. Erst ab Frozen Throne hieß er dann auf einmal Mal Furion. Ich bin bereit. Ich muss das Land bewahren. Vielleicht so eine Redewendung einfach. So wie hier bei den Menschen sagt man, hast du mal Feuer? Bei den Nachtelfen sagt man einfach, hast du mal Furion? Zeig den Weg.